und vielleicht auch nochmal ein paar XP sammeln. Sollte mir ja hoffentlich nichts geschehen. Hoffe ich zumindest. Also das werde ich, glaube ich, dann auch wirklich nur mal sicher machen. Da gibt's... Ja, was mache ich denn eigentlich? Klar kann ich das auf Nummer sicher machen. Ich renne einfach ein paar Tage rüber zu meiner XP-Farm und beutel die dann mal richtig aus. Stell mich einfach mal eine Stunde AFK vor, lass das Ding volllaufen, klopp die Skelette weg. Und dann haben wir genug XP zum Enchanten. Das ist noch eine Idee. Also das werde ich gegebenenfalls noch machen. Das heißt dann also, so ziemlich alles werden wir mal versuchen jetzt vorzubereiten. Ah, schade. Keine neuen Diamanten hier. Und wir sind voll mit Kobbeln. Na ja, gut, auf den können wir, glaube ich, gekobbelt verzichten. Sechs Level ist auch nicht die Welt. Wir werden jetzt aber auf jeden Fall mal mit den Diamanten uns einen neuen Harnisch machen. Das ist, glaube ich, das Primärziel. Und dann kümmern wir uns, wie gesagt, um Tränke und alles. Hey, was habe ich hier unten eigentlich noch? Ach, was mache ich denn eigentlich? Wir haben doch noch genug Platz hier, ne? So, da haben wir doch wieder Platz. So, das sieht doch schick aus. Das sieht doch mal schick aus. Oh. Essen? Ich habe mein Essen natürlich akkurat oben gelassen. Ah, auch schön. So, das heißt, wir buddeln uns jetzt hier nochmal durch, bis uns die Fackeln ausgehen. Und dann kehren wir wieder zurück an die Oberfläche. So, hier, zack, zack, zack. Heieieiei. Ach ja. Und auch mal wieder ein anderes Thema. Hey, das fällt mir gerade ein, weil es gerade doch recht aktuell ist. Beziehungsweise mir jetzt mich persönlich aktuell sehr trifft mal wieder. Hey, du hast einen so tollen Kanal. Ich habe dir ein Abo dagelassen. Ich würde mich auch über ein Abo von dir freuen. Ich weiß nicht, wie oft man es wiederholen muss und kann, dass man Sub for Sub nicht macht. Es gibt immer mal wieder Leute, die es trotzdem versuchen. Ich glaube, ich schreibe es mir demnächst auch noch oben auf den Kanalbanner mit drauf. No Sub for Sub und durchgestrichen. Weil ganz ehrlich, auf solche Abonnenten lege ich keinen Wert. Wenn jemand meinen Kanal schaut, die Videos mag, freue ich mich super drüber. Dafür macht man es ja auch. Und wenn er sich dann denkt, hey, damit ich kein Video verpasse, abonniere ich ihn, freue ich mich natürlich auch. Aber abonnierst du, ich habe dich abonniert, abonnierst du mich, Diamonds, wow. Abonnierst du mich auch? Nö, das wird nicht geschehen. Da könnte, also das ist jetzt kein Angriff gegen euch, meine lieben Zuschauer, sondern nur mal wieder gegen solche Leute, die mich dann so damit nerven. Und glaubt mir, das nervt, oh, die reichen. Das nervt mich persönlich immer en masse, en masse. Ich gehe aus Versehen ein. Wie gesagt, ich abonniere auch Kanäle, aber das mache ich dann, weil ich sie sehen möchte. Wenn mich Videos von jemandem nicht wirklich interessieren, abonniere ich den auch nicht. So sollte es ja praktischerweise auch sein. Und wenn man dann auf solche Kanäle guckt und sich denkt, oh mein Gott, der Kerl hat ja schon 10-mal so viele Abonnenten wie ich. Oh, er hat aber 10-mal so wenig Videoaufrufe wie ich. Ja, da merkt man doch, was das bringt. Gar nichts. Nix bringt das. Um ein Meerschweinchen zu zitieren. Nix. So, Lars Fackel. Also, ne? Auf sowas gar nicht erst kommen. Ah, da kriegt mich jedes Mal wieder. Da kriege ich dabei so ein Kram. Ist ja auch nervtötend. Was bringt mir das, wenn da einer mich abonniert, ich ihn abonniere? Hey, ich schaue seine Videos wahrscheinlich nicht, weil sie mir nicht gefallen. Weil, bezweifle mal, wenn sie mir gefallen würden, würde ich es ja, wie gesagt, von mir aus dann schon machen, das Abo. So, reite auch zurück. Oder? Nee, Stöckchen haben wir keine mehr. Tschüss hier unten. Nee. Da möchte ich, also da bleibe ich lieber bei meinen paar bescheidenen Abos. Ich freue mich auch ganz davon ab, bescheiden ist gut. Ich freue mich riesig über die Abozahl. Und auch immer, wenn es wieder mal so ein bisschen weiter steigt, da bin ich happy drüber. Hiho, happy bin ich denn. So, gehen wir mal wieder hoch. Apropos halt, den Gravele, könnten wir nochmal gucken, ne? Können wir mit dem Gravele noch was holen? Nee, na komm, dann packst du das auch noch mit rein. Den können wir hier lassen. Was haben wir da oben noch drin? Ach, wenn wir schon von dem Mistzeug reden, da ist es. Muhaha. Hehehehe, hetzen wir hoch. Oh, wie gesagt, ne.
bringt ja wirklich nichts. Was bringen mir Abo-Leichen, die meine Videos nicht gucken? Ich reagiere in der Regel ja auch auf solche Anfragen schon überhaupt nicht. Wenn mich einer fragt, hey, kannst du mal auf meinem Kanal vorbeischauen? Ich mach das noch nicht lang. Hast ein paar Tipps? Bin ich meistens erstaunt, weil ich ja selbst noch ein so kleiner bin, aber wahrscheinlich eher mal dann auf so einen Kanal drauf schaue, als wie es ein größerer machen würde. Dementsprechend, da sage ich da nichts. Das geht ja auch in Ordnung, wenn man freundlich fragt, ne? Aber selbst dann kann ich es auch nur machen, wenn ich dafür Zeit habe. Damit ihr gleich Bescheid wisst, dass gleich 1 Million Anfragen kommen. Könnt ihr auf meinen Kanal vorbeischauen? Ja, wenn ich Zeit habe, gebe ich doch gerne mal mein ehrliches Feedback für. Ich freue mich auch immer über ehrliches Feedback. Aber versuchen, Abonnenten zu kriegen über, hey, guck dir mal meinen Kanal an. Ich mache voll tolle Videos. Vielen herzlichen Dank, dass du meine Zeit mir gestohlen hast. Diese 10 Sekunden, um die Nachricht zu lesen und zu löschen, werde ich nie wieder kriegen. So, jetzt haben wir das gemacht. So, und wisst ihr, wie wir jetzt mal ordentlich Erfahrungspopel kriegen? So. Da oben. Zack, 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 zack. Miau, miau, miau. So kriegt man auch Erfahrung. Hey, nee, du nicht. Mist, das habe ich jetzt versaut. Das habe ich versaubeutelt. Falscher Ofen natürlich auch noch. Ja, komm. Ich glaube, wir haben genug Kohlen, ne? Also wir wollen es jetzt mal nicht dann wegen einer Kohle, die ich da so zusätzlich reinschmeißen muss, aufregen. So. Dann machen wir hier nochmal den da. 1, 2, 1, 2. Tralalalalalalala. Zack, zack. Zack, zack. Kohle. Kohle. Haben wir noch eigentlich. Ja, haben wir noch. Nicht die Diamanten weg. Kommt der, meine Freunde. So. Zack. Nach Menno. So. Zackig und zackig. Dann machen wir noch einen. Und dann sind sie. Nee. Aber ich glaube, das mit diesen. Da kriege ich Plack. Kann ja vielleicht der ein oder andere von euch auch nachvollziehen. Dass man da doch leicht aggressiv werden könnte, wenn man dann, wie gesagt, in einer Tour solche Anfragen bekommt. Ich habe sie lange nicht gekriegt, hatte mich gefreut, hat gedacht, ja, sie haben. Die Hornies haben es endlich kapiert, dass sie mit mir kein Zapfersap versuchen brauchen. Yeah. Computer says no, da sind sie wieder. Und ich freue mich immer noch nicht. So, lala. La. Lala. La. Zack. Zack. Wir werden nie im Leben so viel Cleanstone brauchen. Aber wisst ihr was? Die Erfahrungspunkte, die können wir gebrauchen. So, jetzt gibt es erstmal einen neuen Harnisch. Und wir hätten sogar noch genügend Diamanten, um uns ein paar andere neue Sachen zu bauen. Erstmal jetzt was knuspern hier. Verdammt. Wie viele Steine haben wir denn noch? Ein Stack, 9. Das heißt, noch einmal mitnehmen. Ja, so. Ein paar Fackeln könnte man sich vielleicht auch noch machen. Ich weiß ja gar nicht, wie dunkel es dann am Ende sein wird. Ja, komm. Schön, ne? So, dann eine Köhlchen hier noch rein. Der alte Köhler, der. So. Hallo, Hundi. Dann gucken wir mal. Wir haben jetzt einen neuen Harnisch. Das heißt hier Fire Protection. Weg mit dem Mist. Wir wollen Protection. Okay, das Protection 3 kostet uns schon mal so viel. Dann haben wir das schon mal, ne? Den Helm hier könnten wir theoretisch jetzt...
Wir haben noch ein Level. Hey! Protection One, Enchanting. Da können wir nämlich, wenn wir wieder ein Level voll haben, noch reparieren. Ich brauche dringend Level. Ich muss leveln. Hundi, ich muss leveln. Das muss ich echt überlegen. Wie machen wir das hier beiden, ne? Wie machen wir das? Da hinten ist ein Creeper. Da ist es ein bisschen ungnädig. Da ist sogar noch einer. So, jetzt erstmal weg. Die Spinne da aus dem Gemüse gehauen. Ach, Manno. Musste das denn jetzt noch sein, hier wieder ein Loch reinzuballern, hä? Aber wo diese ganzen Creeper herkommen, ne? Das möchte ich mal wissen. Liebe Freunde, das möchte ich mal wissen. Das ist ja hier nicht mehr normal, diese Creeper-Kalypse. So, der ist auch weg. So, zack, zack. Und gleich haben wir keine Erde mehr. Yeah, dazu. Aua! Wo warst du? Da bist du, du kleiner Knochenbeutel. So, hier, weg mit euch, Zombie. Die kommen echt von sonst wo, ne? So, da hinten ist wieder einer. Den kloppen wir auch nochmal um. Ja, du auch. Und tschüss. Und du. Ja, leveln. Was, du hast überlebt? Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Und du auch. Und weg mit dir. Und dort. Ja, so kann man auch sich wieder langsam hochpushen. Gut, dass er das hier nicht gesprengt hat, deswegen bin ich auch von hier weggelaufen, denn da hinten ist mir das Loch so sympathischer als hier. So, knusper, knuspern. Sieht's hier langsam aus? Naja, es geht, es geht. Zack und zack. Erde brauchen wir mal eins. Deckelein. Da können wir das restliche Loch da draußen zumachen. Und weg mit dir! So, der ist auch Geschichte. Hey, ich bin ein Mini! Ey, seit wann zum Teufel vermehren die sich, wenn man sie verprügelt? Wer bitte patcht so eine Scheiße rein, auf gut Deutsch? Kann ja aber nicht angehen hier. Mann! Mami aggressiv, du! Kommt auch wieder einer von hinten? Junge, 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 jetzt. Oh, lass mich hier nochmal fackeln! Der besteigt meine Mauer. Kannst du denn angehen? Ey, wo kommen die alle her? Ich möchte mich ja levelmäßig nicht beschweren. Da sind mir die ja dann doch lieber als das Grüne, was da gerade angestiefelt kommt. Komm, komm, komm. Ach, Mann, ich hatte die Hoffnung, dass er den erschießt und wie eine Schallplatte noch kriegen. Auf die letzten Folgen. Ja, komm doch. Stirb. Und du auch! Und du! Und du! Trampelt der durch mein Gemüse hier, ne? Trampelt der einfach durch mein Gemüse! So! Lass mal was essen hier! Ah, das Schwert ist auf jeden Fall gut, da beschwere ich mich nicht. Damit kommen wir schon mal hier ganz gut zu Rande.
Eins muss ich sagen, sowas, was wir in Feed the Beast haben mit den Death-Timer, dass wir sehen, wie lange oder wie viele Lebenspunkte die noch haben, ist etwas, was mir hier so ein kleines bisschen jetzt doch fehlt, muss ich zugeben. So, hier mal so ein bisschen gefackelt. Naja, machen wir so. Damit ihr irgendwie mal so ein bisschen die Erleuchtung reinkommt. Ist ja egal.